Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Wir machen gleich zu Anfang der Folge natürlich eine Schnellreise. Warum wir dies tun, ist euch bewusst. Ich hole nämlich noch die letzten drei Sachen, nämlich diese zwei Kisten und den Animus-Fragment, das Animus-Fragment. Und dann springe ich rüber zur Mission. Aber was ich vorher noch gucken muss, denn ich habe in der letzten Folge festgestellt, sie haben tatsächlich den Shandy drin, den ich meinte. Den ich so verflucht nochmal gesucht habe. Ne? Und das war ja halt... Ist das das? Oh, my name was Captain Kidd. As I say it. Oh, my... Nein, das ist nicht. Das müsste doch einfach auch Drunken Sailor heißen, ne? Da, Drunken Sailor. Tatsache heißt es einfach so, wie es ist. Rick Hay and Up She Rise. Rick Hay and Up She Rise. Rick Hay and Up She Rise. Early in the morning. Drunken Sailor. Drunken Sailor. Morning. Put him in. Okay, Kaum. Auf jeden Fall. Hey ho, ahoi. Wir segeln los. Nee, geht gar nicht. Entschuldigung. Hawaii. Nee. Hoyo, ahoi, wir segeln los. Hoi. Oh Gott, vergess es. Ich muss es auf den Ohren haben, sonst kriege ich das nicht auf Reihe. Aber ich darf das ja nicht abspielen. Ich darf das hier nicht abspielen, ist das Problem. Dann würde ich das einfach ganz heimlich, ganz klamm und heimlich mitsingen gerade. Aber schön, dass wir es gefunden haben. Kriege ich die Freude wieder dabei. Das ist halt... Aber yo, ho, drunken sailor, ho, ho, drunken sailor. Drunken Sailor Morning. Ach ja, herrlich. Alter, weiß das Schiff jetzt, wie es fahren möchte oder nicht? Erst die Trab- und Bramsegel! Meine Güte, ist ja ätzend. Ach ja. Und natürlich auch wieder dieses Ätzende. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Ich kriege noch die Krise, ne? Das ist nicht euer Ernst. Gebt den Wind nach! So, da bin ich jetzt auch wieder. Topsegel auf! Gottes Willen, ganz kurz auch ein Cut gesetzt jetzt natürlich, dementsprechend. Das wollte ich natürlich eigentlich nicht. Bin nämlich eigentlich genau einen Zentimeter dran vorbeigesprungen gerade. Und dass uns auch die Flut echt ein Stück immer abtreibt, ne? So ganz minimal. Macht ja auch Sinn, ne? Wasser verdrängt. Und keine Sorge, ich werde jetzt nicht lange hin und her segeln. Ich werde gleich Schnellreise nutzen. Weil ich weiß, wo die anderen zwei Sachen sind. Und das dann dementsprechend... Ja. Zu sparen die Zeit ist dann auch ganz sinnig. By the way, falls es jemanden interessiert, ich gucke mir gerade von vorgestern, also von heute aus gesehen vorgestern, Disney Magic Moments an. Aber falls es irgendwie da draußen interessiert.
Und ja, ich weiß gar nicht, worum geht es eigentlich gerade um. Na toll, wieder nicht dabei geschrieben. Auf jeden Fall, da ist die Platzierung von Mulan auf Platz 10, glaube ich. Ja, Platz 10. Wurde gerade nämlich nicht angezeigt. Kam, welcher Magic Moment Kram das gerade ist. Vorher war nämlich das mit Aladdin auf Platz 11. Ach ja, genau, wir wollten ja Schnellreise machen. Seht ihr? Vergesse ich das Start schon wieder, ne? Gottes Willen. So, warum? Gut, bei jedem Schnellreisepunkt außer den starten wir vom Schiff aus. Okay. Der Captain steuert selbst. Oh. Wir werden über die Gib mir etwas Fahrt! Lehsegel, wir reiten die Bö! Warum ist denn die Markierung nicht mehr da? Oder habe ich sie gar nicht gesetzt? Bereit halten, wir stoßen zusammen! Aufstellung, ihr Maden! Ja! Segel einholen. Großsegel setzen. Miss. Zündloch verstopft. Alle Segel setzen, Jungs. Leesegel einholen. Pass auf den Ellbogen auf. Vieren und einholen. Obersegel bergen. Das sind keine Gegner für uns. Ja. Feuer! Triff sie dort, Sir. Das wird sie versenken. Ein Wrack mehr. Bewegung, auf dein Schiff. Die Nacht sind bereit, Sir. Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Bereit zu feuern, Sir! Du wirst uns versenken, Arbeit! Kenwick. Feuer! 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 Raketen! Meine Salve genau hält noch, aber schwer beschädigt! Feuer! Da gehen Sie unter! Ein Wrack mehr! Hätte mir das gerne erspart, diese Situation, aber naja. Captain ist abgetaucht! Naja. Ich glaube, das wird dann heute mit der Mission ja dann doch nichts mehr vom Zeitgefühl her. Ich habe mal ganz kurz, apropos Zeit, ich werde diesmal nicht schneiden, glaube ich. Ah doch, muss ich sogar, ich habe ja Ton angehabt. Ja, okay, wir haben noch ein paar Minütchen. Dann kann ich ja ganz kurz und knapp nochmal die Kiste hier unten holen, deswegen. Ich glaube, das hier ist viel näher, oder? Warte mal. 70 zu 120. 200 zu 120. Ja, das ist tatsächlich näher dran. Gerade zumindest ist das näher dran. Soll mir angewöhnen, vielleicht auch zu gucken. Ja. Da ich mir das auf der Karte vorher markiere, bevor ich irgendwo Schnellreisen mache.
Sprachsegel festzurren! Sind alle Kreuzsegel bereit? Aufändern! Alle klar zum Bergen! So, und zu guter Letzt werde ich gleich zu einer Festung nochmal reisen und meinen Auffälligkeitslevel auch mal senken. Weil ich wollte ja vorhin gar nicht kämpfen, by the way. Das war ja plötzlich passiert. Captain ist außen Bord! So. Dann haben wir das geschafft. Zumindest jetzt hier in den Bereich. Kriege ich jetzt auch mal eine Info hier, was da noch übrig bleibt? Gerade zumindest sieht das jetzt wieder sehr schön aus, sehr ordentlich. Natürlich der ein oder andere Ort noch nicht gelb. Der ein oder andere Ort auch noch nicht erkundet, BZW entdeckt. Aber so für und an sich kann sich das sehen lassen. Dann kriege ich ja vielleicht doch noch eins reingequetscht. Und zwar möchte ich einmal von hier einmal rum zu dieser Insel hier fahren. Also der anderen Seite quasi. Damit ich das auch als entdeckt abgehakt habe. Den Rest kann ich ja machen, wenn ich dann... Naja. Nicht gerade in einer Mission bin oder sowas. Alles klar, ihr habt gesehen, wo ich war, ne? Ich weiß nicht, wie er davon aus an den Haken kam. Aber okay. Captain ist am Ruder. So, sehr schön. Wir können quasi einmal in einer Halbkurve hier rumfahren. Ist das Schöne. Befestigt die Ra- Wir haben fast Auffälligkeit 2, ne? Obwohl es mich auch interessieren würde, na gut, außer dass halt das Schiff ständig hinter uns herkommt, aber mich würde schon interessieren, was Auffälligkeit 2 für uns heißen würde am Ende. Außer, dass wir natürlich viele Kämpfe machen wahrscheinlich. Feuer! Nicht dahin, Sir! Gefechtsrollen! Feuer! Ist sie dort, Sir? Das Kriegsschiff in sich! Feuer! Denke, dass... Ein Wrack mehr! Sie geht gleich unter! Feuer! Bist du verrückt, Captain? Haha! Setzt jeden Zoll Segel! Hinter dir! Feuer! Dort ist sie verrückt! Komm schon, trefft die Bastarde! Feuer! Die Klippe zerreißt uns! Feuer! Bereit zu feiern! Feuer! Ja! Ja! Ein Wrack mehr! So. Sie feuern, Sir! Ja, das Problem, ich kann natürlich wieder nicht anlegen, ne, solange. Treff die Top- und Bramsegel! Topsegel bergen! Ich weiß auch nicht mal, ob ich überhaupt anlegen könnte. Das Spiel für uns, Captain. Triff sie dort, Sir. Das wird sie versenken. Ja! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain. Konzentrier dich aufs Ruder, Captain. Das ist nicht zum Herum. Haben Treffer Feuer! Eingesteckt. Leesegel heißen. Los geht's. Sind bereit, Sir. Feuer! Am Ziel das vorbei. Platz, um uns weitere feindliche Segel. Feuer! Schieß dahin, Sir. Feuer! Sie feuern, Feuer! Sir! Getroffen! Sie schießen schnell, Sir! Unterschätze sie nicht! Ein Wrack mehr! Triff sie aus sicherer Entfernung mit dem Mörser! Feuer! Nein, nicht jetzt noch mehr! Standhaft, Jungs! Gegner feuert! Verdammt, der Zimmermann muss das flicken. Nicht jetzt, oh Gott. Leute, der Hänger ist jetzt richtig kritisch. Egal. Feuer! Wir haben es geschafft. Feuer!
Das Furchtbare ist... Sie feuern, Sir! Zieht sie ran, mit aller Kraft! Ich muss auch noch an Bord gehen. Wenn ich fertig bin, sieht's aus wie auf dem Schlachtfest. Drückt sie zurück! Heute schlummern sie bei den Fischen, Jungs! Haltet sie zurück! Jeder, der das Schiff betritt, stirbt! Boah, so viel Qualm. Gut, der zweite Schnitt war zum Glück nicht vonnöten. Aber das war trotzdem etwas, worauf ich hätte verzichten hätte können. So, wir machen auf jeden Fall Bekanntheitsgrad ein Stück runter. Weil ich möchte echt gerne darauf verzichten. Feuert ihr an, Jungs? Feindliches Feuer! Gut. Bring die Hauptsegel in den Wind! Sie zurück! Hief! Nehmt die Rahen aus dem Wind! Du wirst uns versenken, Kenway! Feuer! Schieß dahin! Feuer! Sir. Feuer! Sie geht gleich unter! Halbes Segel, fangt etwas Wind an! Feindliches Feuer! Reine geben! Kräftig! Was ist denn das? Und woher kommen die auf einmal? Feuer! Feindliches Feuer! Wir sind beschädigt! Nimm den Mörser, bleib außer Reichweite! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Ja! Bereit zu feuern! Feuer! Feuer! So schnell wir können, Sir! Feuer! Triff sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Segel bergen! Geht Ihnen eine Blutaufe! Feuer! Ja! Sollen wir entern, Sir? Bereit zu feuern, Sir! Ich muss jetzt echt... Entschuldigung, Leute, das ist jetzt echt kritisch, ne? Segel setzen! Bewegung! An die Stagen! Fangt den Und jetzt muss ich reparieren tatsächlich, statt alles andere zu machen. Dabei wollte ich doch einfach nur diese ganz kleine Insel da überprüfen. Mann. Ja, einmal reparieren muss ich nämlich mindestens. Weil mit einem Balken... Zieht sie in die Hölle, Jungs! Auf euren Knochen trinken wir auf euren Untergang. Bleed! Jeder, der das Schiff betritt, stirbt! Wir werden euer Tod sein! Haltet mein Deck sauber! Verstanden! Versuch keine Bedienung der größten Klöten sammeln!
Na toll. Das Nachladen ist so ätzend lang. Ja, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. So, jetzt einmal Jack Dawn reparieren, leider Gottes. Und ja, es wird nichts mehr in der Folgenzeit, ich mal weiß es. Gerade jetzt nur noch die Insel erkunden und dann... Es sind zwei kurze Folgen aus dem Grund auch, weil ich ein bisschen Zeit verpennt habe, Leute. Muss ich auch mal ganz kurz ehrlich zugeben. Herr Segelmänner! Alle! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! So, das da hinten versenke ich noch aus Prinzip. Feuer! Da! Ein Rock mehr! Gebt den Befehl! Waffen um. Segelreffen raus aus der Bö! Und? Öffnet die Haupt... Gib den Wind nach! Steuerbord, Captain! Treibgut! Klippen! Großbergen. Okay, jetzt kommt erstmal gerade der ganze Sound nach, das heißt, es ruckelt wieder. Ja, trotzdem, zweiter Schnitt nicht vonnöten, erster Schnitt reicht immer völlig. Gerade zumindest, leider. Was sag ich? Ach, komm schon. Das ist reines Mobbing nur noch. Das muss ich jetzt auch nicht zu Tode ruckeln hier. Ich glaube, zur Steuerung habe ich schon mal was gesagt, dass sie ein bisschen schwammig reagiert irgendwie, ne? Komm, Hauptsache ich habe die Insel jetzt drinne. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich mache erstmal Schluss. Ich kriege hier keine 5 Folgen hin, ohne einen Rappel zu kriegen eigentlich. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil daran. Ich kriege nämlich immer so einen leichten Raster dabei. Damit meine ich nicht die Frisur. Ich gucke natürlich noch gerne auf die Karte ganz kurz. Ich glaube, ihr wisst jetzt, was ich meine mit dem Raster kriegen, ne? Ah, Gott. Gut, gut, gut. Ich muss vorhin ja auch noch schneiden und rendern. Das kostet ja auch nochmal Zeit ordentlich, ne? Gut, ich habe schon einen Mauszeiger da oben links, aber es geht noch nichts.
Wie schaut aus? Was liegt denn noch an hier? Gerade. Ich mache jetzt auf jeden Fall gleich einen Cut. Das ist mir jetzt echt zu blöd. Weil ich habe ja jetzt schon den Einschnitt sowieso mitten in der Folge wieder, wie ihr wisst. Da kriege ich richtig den Raster dadurch. Weil ich möchte eigentlich, ihr wisst das, ich möchte für euch gut abliefern. Bloß so, wie es momentan ist, kann ich das nicht weiterführen. Gut, ja, einfach nur einmal den Inselverlauf folgen. Kann mich noch gut mit einsetzen. Keine Ahnung, auseinandersetzen, so wollte ich sagen. Gottes Willen. So, Schatzkarte finden wir auch nochmal. Ne, Quatsch, das ist die Flaschenpost. Schatzkarte war oben an der Ecke, wo die Kiste auch ist. Ich wünsche mir immer noch einen, ja, Scene-Skip. Habt ihr das auch gerade gesehen? Ich war auf dem Boden, am Boden dran getackert. Ach ja, das war ja dieses hier Hochklettern irgendwie, ne? Keine Ahnung, wie ich das noch machen soll. Das heißt, das hatte ich gerade mal außen vor. Alles, wo ich gerade noch nicht so richtig den Durchblick habe, lasse ich momentan erstmal auch außen vor. Genauso auch hier lasse ich außen vor. Weil ich da auch gerade nicht den Durchblick kriege. Aber ich glaube, dass es eh miteinander verbunden ist. Gut. Dann ist hier noch einer, der hier ganz alleine herumgeistert und wahrscheinlich auch irgendwas an Aufträgen für uns hat. Kann ich mir aber gerade mal zeitmäßig auch ersparen, indem ich jetzt einfach weitergehe. Das passt. Und wie? Gut. Okay, das ist interessant. Ich kann jetzt noch mal gucken, aber ich will das jetzt auch nicht auf so kurze Zeit quetschen, ne? Obwohl, ich sehe gerade, wie man da hochkommen könnte. Ah ne, das ist mein Schiff, ne? Blödsinn. Lerne ich vielleicht noch das Klettern an solchen Wänden? Okay, das ist nicht vom Kantenmaler hier. Gut, wie kriege ich das da jetzt? Ah, okay, ich sehe schon. Geht ja doch relativ einfach daran zu kommen, dann dementsprechend. Also ist gerade aus irgendeinem Grund viel schwieriger im Kopf. Ah, oh, nee, ist richtig. Gut. Könnte ich dann auch das hier bekommen noch? Okay, da muss ich definitiv runterspringen, aber wo komme ich hier hoch? Fragte er sich und kletterte einfach ganz kurz salopp an so einen kleinen Stein hoch. Aber das war's dann auch schon, ne? Ah, Moment. Da ist noch so ein Baum. Da ist noch so ein... Ah, okay. Wenn man einfach nur dran vorbeirennt und natürlich die ganze Zeit nach oben guckt. Ach du Scheiße, ey. Das hat sich ja mal Ubisoft wieder gut durchdacht, ne? Kann wer hier hochklettert extra für so und was, aber hey, ich mach das natürlich auch, ne? So. Cool, dann haben wir die doch noch beendet. Wenigstens irgendwas geschafft am Ende dann noch. Ja, und wir sind eine ganz gute Zeit gekommen. Auf eine ganz gute Zeit. Ich muss ja eh dran herumschnippeln. Von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao.